Hallo, ihr Lieben vom Mittagstisch. Wir haben uns lange nicht gesehen und gehört und ich wollte mal mit euch Kontakt aufnehmen und wollte euch mal sagen, dass ich euch total vermisse. Es ist total leer und leise im Gemeindehaus und ihr bringt immer Leben rein und es ist bunt und witzig und lustig mit euch. Es macht mir viel Spaß, mit euch den Mittagstisch zu machen und gemeinsam mit euch zu arbeiten. Und wir erleben immer, finde ich, schöne Sachen zusammen neben der ganzen Arbeit. Ja, nun ist das erstmal nicht. Wir überlegen auch schon, wie es weitergehen kann. Eine Idee sind diese Videos, die ihr hier sehen könnt. Und vielleicht werden wir über Skype mal zusammen kochen. Das fände ich total schön, wenn viele mitmachen könnten. Das würde mich sehr freuen. Gebt gerne Rückmeldung, das wäre ganz toll. Freue mich über Rückmeldung. Und wozu ihr Lust hättet, auf diese Art und Weise mal mit uns in Kontakt zu treten. Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht und euren Familien auch. Wenn ihr in irgendeiner Weise Unterstützungsbedarf habt, egal welcher Art, meldet euch bitte. Wir unter 677-1419 sind erreichbar für euch. Bitte sprecht auf Band und dann melde ich mich wieder und wir gucken, dass wir uns vielleicht mal irgendwo treffen können. Dann kann ich euch unterstützen und das würde mir viel Freude machen, wenn ihr euch auf jeden Fall meldet. Also bitte tut das auch gerne. Ansonsten wissen wir noch nicht, wann wir uns wiedersehen. Wir erwarten die Lockerung dieser Pandemie-Geschichte durch die Politik und warten erstmal, was passiert. Ihr hört dann zu gegebenen Zeiten mehr von euch. Bis dahin erstmal über die anderen Kanäle. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ihr Lieben, schönen Gruß von mir zu Hause. Ich hoffe, euch geht's gut. Euch fällt die Decke zu Hause noch nicht auf den Kopf. Geht raus, aber haltet Abstand zu den Leuten. Denkt an regelmäßiges Händewaschen. So solltet ihr gut durch die Zeit kommen, damit wir möglichst schnell wieder für unsere Gäste, die bestimmt schon ganz hungrig sind, endlich mal wieder kochen können. So, Kinders, moin. Hier ist der Herr Singh aus seiner privaten Höhle in seiner Essecke. Oh, in der Ich bleib zu Hause Phase heute mal ein aktuelles Video an euch richtend. Grüßt euch, wie geht's euch so? Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe die ganze Corona-Welle recht, wie soll ich das sagen, Freizeit genössisch verbracht. Ich habe viel Zeit mit meiner Tochter verbringen können. Ich habe viel Zeit mit mir verbringen können. Ich habe alte Hobbys wie Lesen wieder für mich entdeckt. Natürlich gucke ich auch eine Vielzahl von Filmen, aber ich bewahre mich beziehungsweise bewahre den Ich bleibe zu Hause-Modus noch so lange, bis es dann von der Regierung und Co. wieder heißt, freie Fahrt. Ja, wie gesagt, also von dem Anfang der Zeit bis jetzt geht es mir relativ blendend, außer dass ich unbedingt mal wieder im Mittagstischprojekt kochen möchte. Ich vermisse euch unendlich. Es ist doch recht öde ohne die Jugend in der Küche. Ich habe alleine ein paar Videos für euch zusammen geschnitten, vorrangig gefertigt. Und die sind jetzt ausproduziert. Die könnt ihr dann auf der Homepage der Kirchengemeinde angucken. Ich glaube, das Ganze geht sogar über einen YouTube-Kanal von der Kirchengemeinde Alt-Rahlstedt. Und da habe ich jetzt auch schon mal einen kleinen Clip zusammengestellt, in dem ich mal mitgeschnitten habe, wie sich so ein Mietkoch-Dasein, wenn ich als Mietkoch gebucht werde, verhält. Ja, und das Ganze halt mal ein bisschen live und in Farbe mitgeschnitten. Das könnt ihr auch gerne auf dem YouTube-Kanal der Großlohr Kirchengemeinde ansehen.
Jetzt demnächst kommen noch weitere Videos. Ich habe ein paar, wie bereite ich x-beliebige Gerichte Videos zusammengeschnitten. Da kommt jetzt jede Woche eins. Ich hoffe, die Zeit der Distanzierung und der Kontaktsperre ist bald vorbei und wir sehen uns bald wieder. Ich von mir aus muss sagen, es darf ruhig so weitergehen. Wahrscheinlich genauso wie für euch. Keine Schule, viel Freizeit. Wir haben ja sozusagen einen umfangreichen Zusatz an Ferien dadurch erhalten. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem in der Schule gut mit. Ihr schafft es euch irgendwie, was den Schulstoff angeht, fit zu halten und seid da auf dem Laufenden. Ich selber, wie gesagt, koche nach wie vor gerne, genieße die Zeit zu Hause. Nur so langsam wird es halt auch ein bisschen langweilig, sodass ich mir denke, ja, jetzt muss was passieren. Und deswegen, wie eben schon erwähnt, kommen jetzt ein paar Videos von Frau Fiedmeier, Herrn Zetsche und mir, die ihr dann auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde ansehen könnt. Ich muss auch in die Küche. Es kocht gerade bei mir der Basmati-Reis. Dann gibt es heute Zander und Pangasius-Filet in Fischnuggets geschnitten. Das Ganze paniert mit Mehl, Ei und Paniermehl, so wie ihr das ja auch schon kennt mit der Melierstraße und Panierstraße. Und ich glaube, ich habe noch Lust auf Blumenkohl und Brechbohnen. Dazu mache ich mir eine leckere Senfsoße. Ja, das wird lecker, denn es ist gleich Abendbrotzeit. Ich bin erstmal raus. Freue mich, euch alle wiederzusehen. Und schaltet gerne auf YouTube ein und klickt euch durch unsere Videos. Erstmal bis bald. Tschüss.